So, Dark, für dich war das Turnier ja leider gestern schon vorbei. Jetzt gerade eben hast du noch das Spiel zwischen Jaws und Haswaps angeschaut, zumindest die letzte Map. Hat Jaws verdient gewonnen? Also das, was ich gesehen habe, wie er gespielt hat, hat er wirklich taktisch sehr gut gespielt. Haswell hat irgendwie nicht den Hauch einer Chance gehabt, also hat versucht, irgendwie einen Desi-Push durchzubringen. Hat aber irgendwie echt total versagt. Also ich muss sagen doch, Förster hat echt gut gespielt, also verdient auch das Ticket nach China sich jetzt gesichert. Wenn du dir die Leistung von den beiden Spielern jetzt anschaust, woran lag es für dich? Warum hat es für dich diesmal nicht für ein Ticket gereicht? Ich muss sagen, also bei der Hälfte des Turnieres ging es irgendwie abwärts, also ich habe mich irgendwie nicht mehr richtig konzentrieren können. Gegen Hasso habe ich zweimal gegen die gleiche Thread verloren. Danach ist mir natürlich alles eingefallen, was ich da hätte gegen oder was ich hätte gegen dieses Thread da spielen müssen und so weiter. Gut, das weiß man, oder danach ist man immer schlauer. Weiß nicht, mit dem Turnier, es lief dann einfach nicht gut. Gegen Hasso dann verloren, ins Loser-Bracket gekommen, gegen Hanf dann ordentlich kassiert, obwohl ich ihn vor ein paar Tagen noch 2-0 besiegen konnte. Ich weiß nicht so genau. Also ob es daran lag, dass ich wenig geschlafen habe, dass die Konzentration darunter gelitten hat, ich weiß Wenn du dir jetzt die Games Convention online anschaust, ist ja doch nicht. relativ leer. Wie ist so dein Gesamteindruck? Also im Gegensatz zu letztem Jahr ist es halt recht mau hier. Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt durchsetze, dass dann noch mehrere Games Convention online hier stattfinden. Also von Besuchern war hier wirklich sehr wenig los. Im Borglift-Bereich bzw. im WCG-Bereich war im Gegensatz zu letztem Jahr, war weiter auch ganz gut besucht, also Zuschauerhallen waren auch gefüllt. Ja, aber ich denke nicht, dass sich das jetzt noch ein paar Jahre weiter durchsetzt. Also es ist doch echt sehr zurückgegangen im Gegensatz zu letztem Jahr, wo ich glaube knapp 225.000 Zuschauer oder Messebesucher hier auf der Messe waren. Das hat jetzt gar nichts. Also ist für als Spieler ist natürlich besser, ist natürlich ruhiger, bis auf das Rumgegröle von den ganzen Ständen. Ist aber doch, man kommt einfacher zu den ganzen Ständen, man muss nicht irgendwie durch Tausende von Leuten sich durchquetschen und so weiter. Also ist doch als Spieler ist es angenehmer. Wenn du dir jetzt nochmal das Spielerische anschaust, wer denkst du hat von den deutschen Vertretern im Warcraft 3 die besten Chancen gegen die internationalen standzuhalten? Und wie groß sind überhaupt die Chancen der beiden? Also eigentlich ist der Einzige, der so große Chancen hat, ist Ixi, der sich international, oder selbst er hat international Probleme, sich da durchzusetzen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Förster doch einige Matches gewinnt. Also hat er auch schon letztes Jahr im WCG gezeigt in Köln, dass er auf jeden Fall ein paar gute Gegner besiegen kann. Weil er ist so ein Typ, wenn er gegen gut spielt, kann er auch gut aufspielen, hat er jetzt auch gegen Hasso gezeigt. Und ja, also von Sokol erwarte ich nicht allzu viel. Er hat zwar hier überzeugt, trainiert sehr viel, also ist wirklich, hat sich top vorbereitet, deshalb hat er sich auch qualifiziert. Übers Winner Bracket ist er ja, oder hat er sich das Ticket gesichert. Allerdings gegen internationale Größen weiß ich nicht, ob er sich da durchsetzen kann. Dafür ist halt doch noch sein Makro doch ein bisschen zu schlecht, würde ich sagen. Also ich wünsche allen Deutschen, besonders Förster, dann viel Glück auf dem WCG in China. Wie gesagt, also ich denke mal, dass sich Förster dann doch ein bisschen absetzen kann. Okay, Dankeschön.